Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der Dokumentation Obersalzberg, ich werde Ihnen heute mein interessantestes Exponat, den schwebenden Roland Freisler, vorstellen. Sie fragen sich sicherlich, weshalb er von mir diesen Namen erhalten hat. Nun ja, wie Sie erkennen können, hängt ein Foto von ihm aus dem Bundesarchiv in Koblenz, das ihn in Richterrobe zeigt, von der Decke der Dokumentation herab. Roland Freisler war von August 1942 bis zu seinem Tod im Februar 1945 Präsident des berüchtigten Volksgerichtshofes, kurz VGH. Der VGH stellte ab April 1934 das oberste Gericht zur Aburteilung von Hoch- und Landesverratsdelikten dar. Er war also ein politisches Gericht zur Ausschaltung der Gegnerinnen und Gegner des Nationalsozialismus. Gegen die Urteile des VGHs gab es keine Rechtsmittel und die Verteidiger der Angeklagten mussten erst vom jeweiligen Vorsitzenden genehmigt werden. Zudem konnte diese Genehmigung sogar noch im Hauptprozessverfahren zurückgenommen werden. Aufgrund dieser Aspekte wird bereits deutlich, dass auch die Justiz vollkommen im Dienste der Nationalsozialisten agierte. Ferner sei an dieser Stelle erwähnt, dass Roland Freisler als der bekannteste und gefürchtetste Strafrichter im nationalsozialistischen Deutschland galt. Als er dieses Amt im Sommer 1942 übernahm, stiegen die verhängten Todesurteile rapide an. Waren es vor der Amtsübernahme durch Freisler in Anführungszeichen lediglich 102 Angeklagte, die die Todesstrafe erhielten, so waren es danach bereits 1192 Angeklagte, die im selben Jahr noch zum Tode verurteilt wurden. Freisler war zudem bekannt, dass er im Prozess sehr aggressiv und befangen aufgetreten ist. Seine Prozessführung war darauf ausgelegt, die Angeklagten zu demütigen und niederzubrüllen. Ein Zeugnis dieser mehr als fragwürdigen Methoden von Freisler liefert beispielsweise das Filmmaterial der Schauprozesse der Widerstandskämpfer, die am 20. Juli 1944 ein Attentat auf Hitler unternommen hatten. Einen dieser Angeklagten, Graf Schwerin von Schwanenfeld, beschimpfte Freisler als einen schäbigen Lump, als dieser von Morden der Nationalsozialisten im In- und Ausland gesprochen hatte. Abschließend kann noch festgestellt werden, dass insgesamt 95% der verhängten Todesurteile in die Amtszeit von Roland Freisler als Präsident des Volksgerichtshofes einzuordnen sind. Nun sind wir auch schon am Ende dieses kurzen Videos angelangt. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einige interessante und eventuell auch neue Aspekte zu der Person Roland Freisler vermitteln. Vielleicht entdecken Sie ja bei Ihrem nächsten Besuch unseren schwebenden Roland Freisler. Wir freuen uns auf Sie.